Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine neue Blu-ray-Vorstellung. Und zwar geht es heute um The Shallows. Ja, und zu diesem Film habe ich mir hier das wirklich schicke Steelbook gekauft. Und bevor es losgeht, gibt es hier ein kleines Unboxing-Video. Ich wünsche euch viel Spaß. So, und da haben wir auch schon das Steelbook. Was ich hier auch sehr cool finde schon mal, ist, dass sie hier den Teil vom Backpaper hier als High dargestellt haben. Das finde ich sehr cool, das ist mal was Neues, das hat man vorher noch nie so gehabt. Und ja, das gefällt mir schon mal richtig gut. Dann schauen wir uns als erstes das Backpaper an. Wir haben hier natürlich wie immer alle Informationen, also Inhalte zum Film, ein paar sehr, sehr, sehr sexy Bilder von Blake Lively. Und hier die ganzen Bonus-Sachen. Da haben wir hier Ultraviolet Code und ja, die ganzen technischen Informationen. Das nehme ich hier einmal weg. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Dann haben wir hier das wirklich sehr schöne. Ich hole das Ganze noch mal ein bisschen näher ran, dann kann man es besser sehen. So. Hier das wirklich sehr schöne Steelbook, was mir sehr gut gefällt. Das ist hier glänzend, hochglänzend, aber auch nicht fingerabdruckempfindlich, was ich sehr, sehr cool finde. Und ja, wir haben hier den Schriftzug vorne drauf. Dann haben wir hier Nancy, wie sie auf dem Surfbrett sitzt. Und ja, sie ahnt schon, dass was unter Wasser ist, dass was Gefährliches unter Wasser ist. Und ja, gefällt mir richtig cool. So, und so sieht dann der Spine aus, ne, mit The Shallows und ja, man sieht hier auch nochmal den Übergang von dem Motiv hier und dann kommen wir hier zum Backmotiv mit dem Hai, der gerade auf sie zuschwimmt und die Insel noch da drüber und hier nochmal auch eine wichtige Figur im Film, der Vogel. Ja, was mir auch sehr gut gefällt, hier auch alles super schön glänzend und ist auch von den Farben her sehr cool gemacht und wirkt wirklich sehr bedrohlich. Und ja, dann öffne ich das Ganze mal und wir schauen uns das Ganze mal von innen an. Ja, und so sieht dann das Steelbook von innen aus. Mir gefällt auch dass die Disc, ne, ist ein bisschen anders. Wir haben hier Blake Lively drauf und hier der Schriftzug. Der Titel, ne, The Shadows, Gefahr aus der Tiefe. Und innen drin haben wir auch nochmal ein Farbmotiv, wo man die Perspektive von unter Wasser sieht, beziehungsweise unter Wasser ist und sie da auf dem Surfbrett sieht. Und hier sieht man schon den Hai, beziehungsweise seine Flosse. Und ja, gefällt mir wirklich sehr gut und was mir auch sehr gut gefällt ist hier, wenn man das Steelbook komplett aufklappt, dass man hier ein Motiv hat, was wirklich sehr, 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 sehr cool ausschaut. Ne? Also richtig cool gemachtes Steelbook und für den Preis von 20 Euro auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also ich kann es nur empfehlen, wer den Film haben will, 20 Euro ist ein super Preis für so ein wirklich schönes Steelbook und ja. Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Ja, der Film kam am 25.08.2016 in die deutschen Kinos und ist ab dem 27.12.2016 überall auf DVD und Blu-ray erhältlich. Der Film lockte damals über 170.000 Besucher in die deutschen Kinos und spielte in Deutschland knapp über 1,4 Millionen Euro ein. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und geht 86 Minuten. Ja, und kommen wir zu den Extras auf der Blu-ray. Wir haben hier einiges drauf. Da wären einmal entfallene Szenen. So baut man einen Hai. Der Dreh von The Shallows. Der perfekte Strand Lord Howell Island. Dann haben wir hier einmal, wenn Haie angreifen. Und wir haben hier einen deutschen und englischen 5.1 DTS HD Mastered Audio Sound. Und natürlich jede Menge Untertitel. Ja, und kurz zur Geschichte. Nancy, gespielt von Blake Lively, ist Surferin und sie hat von einem geheimen Strand gehört, wo man ungestört surfen kann und da begibt sie sich auch und fängt an zu surfen, bis sie von einem Hai angegriffen wird. Sie kann sich noch schwer verletzt auf einen Felsen retten. Dieser Felsen ist nur 200 Meter von Festland entfernt und jetzt muss sie sich was einfallen lassen, um zu überleben, denn der Hai umkreist sie und lässt sie nicht in Ruhe. Sie muss einen Weg finden,
den Hai zu bezwingen und sich retten zu können. Ja, leider habe ich diesen Film im Kino verpasst. Ich mochte den Trailer sehr und Blake Lively schaue ich mir sowieso immer gerne an. Und ja, ich habe mir den Film jetzt auf Blu-ray angeguckt und muss sagen, mir hat der Film richtig gut gefallen. Den Trailer fand ich schon damals sehr gut. Ich stehe ja auf diese One-Man- bzw. hier in diesem Film One-Girl-Show, wo einer ums Überleben kämpfen muss. Und dann hat man hier einen Gegner, einen Hai, der einen die ganze Zeit umkreist und das finde ich sowieso richtig cool. Ich habe schon lange keinen Hai-Film mehr gesehen und ich mag wohl Hai-Filme, aber keine Trash-Filme, weil diese ganzen Tier-Horror-Trash-Filme gibt es ja wie Sand am Meer und so ernste Hai-Filme gibt es selten und deswegen habe ich mich sehr auf diesen Film gefreut und mir den dann angeschaut und ja, wie gesagt, ich fand den Film richtig gut, super spannend und Blake Lively hier in der Hauptrolle zu sehen ist einfach nur fantastisch. Sie sieht einfach nur Hammer aus und hat einen richtig geilen Körper. Ich liebe diese Frau einfach und ja, das war noch ein Grund mehr, warum ich diesen Film sehen wollte, weil ich sie sehr gerne schaue und sie richtig cool finde. Und ja, der Film war wirklich super spannend. Ich fand das wirklich sehr interessant zu sehen, wie sie es schaffen, wie sie es schaffen will, hier zu überleben und den Hai zu entkommen. Er sitzt die ganze Zeit am Felsen fest und muss hier sich was einfallen lassen, wie sie sich retten kann. Und das war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen. Wir haben hier wirklich atemberaubende Bilder zu sehen. Vom Strand, von der Insel, beziehungsweise vom Festland. Einfach alles super cool in Szene gesetzt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, was ich nur bemängeln muss, ist das Ende. Das Ende fand ich jetzt nur ein bisschen übertrieben. Und da der so übertrieben gemacht ist, am Ende war auch der Hai dementsprechend auch CGI-lastig dargestellt, was wirklich sehr ja, schlecht aussah. Die ganze Zeit über war das ganz okay, ne? Man gab es nicht zu meckern, aber wie gesagt, am Ende war es wirklich sehr übertrieben und ja, sehr, das hat die Atmosphäre und das Grauen rund um den Hai ein bisschen nachgelassen. Und ja, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich ein sehr, sehr guter Hai-Film, den ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Der ist spannend, hat tolle Bilder und ja, ist einfach interessant zu sehen, wie sie es schaffen will, hier zu überleben. Und ja, ich kann diesen Film auf jeden Fall weiterempfehlen. Wer den noch nicht kennt, den Trailer verlinke ich euch hier auf dem Plakat. Dort könnt ihr euch den Trailer mal ansehen. Und dann war es das auch schon von mir für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so ist, gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat, wenn ihr den gesehen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin wünsche ich euch noch frohe Weihnachten, feiert schön und kommt gut ins neue Jahr, falls wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gesund und munter im neuen Jahr wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.